liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gamer Nocco mit der 37. Folge von Rise of the Tomb Raider. Wie gesagt, jetzt machen wir das Grab. Aber mich ärgert, dass ich immer noch wenigstens, na gut, wenigstens haben wir die eine Herausforderung noch geschafft. Das ist, freut mich am meisten. Aber drei Zielscheiben fehlen mir noch. Ein Münzversteck, aber gut, das ist da. Aber ganz schön, die Gemälde haben wir vollständig, Dokumente, ja. Mal gucken. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Oh, bitte. Hä? Ja. Bin ich jetzt zum Scheißen blöd oder was? Ah ja, okay, falscher Knopf. Oh, das hat mich nicht, nur weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. So. Das heißt... Das ist eine Abenteuertasche. Die Geheimnisse wurden gelüftet, na wo? Okay, ach du Scheiße. Ach da. Lalala. Oh. Sah mir nicht so stabil aus, wie es sein sollte. Ja. Oh. Solange es kein fressende Haie oder sowas hier gibt, ist alles in Ordnung. Hoffe ich mal, denke ich, glaube ich. Dadurch. Was ist da hinten? Irgendwas ist gut. Ich kenne diese scheiß Mapping. So. Vorsichtig. Vorsichtig ist mein zweiter Name. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Die Plattform müsste sich drehen lassen. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße.
bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren. Ich verneige mich, wenn sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn sie von Sünde reden. Aber wenn sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Jo, kann man machen. Muss man aber nicht. Und los geht's. Auf große Fahrt. Ey, mit dem Gold könnte ich mir sonst was kaufen. Nein, Lehrer, mach's nicht. Bitte. Das Gold, das viele Gold. Es wird uns helfen. Bitte nicht. Nein. Okay. Nicht elegant, aber effektiv. Betrug ist nur ein Scheiß, war das so. Ich hätte es mir einfacher machen können. Und ich muss es mir so machen. Schwimmen, 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 schwimmen. Schneller, schneller. Noch schneller. Meins! Nicht mit mir. Okay. Spiel hat sie gedacht, jo, nicht mit mir, jo, wir nicht mit dir. Na, hoch mit dir. Hey, Frau. Yippie, Schweinebacke. Ah ne, da fehlt was. Ich muss den Wagen irgendwie anheben. Ein paar Spielwürfel hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Ja, den einen Würfel hätte ich gerne mal gebraucht. Mein Hobby. 6, 6, 6, 6. Moment. Bei dem ist es auf den meisten Seiten eine 6. Ich glaube auf allen. Lara, das war auf allen. Komme ich da jetzt hoch? Das ist jetzt die warte. Ah, da. Treppe gefunden. Moin.
dann nochmal hier. So, dann schieben wir mal den zu uns hier rein. Und aufwärts. Noch eine Runde. Und noch eine Runde. Ich will hoch hier, Mann. So. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das arme Gold. Ein Überlegungsversteck. Ich bin Binikrat hier. Es hat geklappt. Zum Glück steht alles noch. Ja, zum Glück, Alter. Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten, aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht, aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Da hinten hat geleuchtet. Achso. Bitte. Keine goldenen Münzen. Welches Betrug! Mal gucken, was das ist. Ein Kodex aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung. Die Kinder können sie erfolgreich. Kremosit abbauen, drücken Sie hier. Das abbauen. Jetzt die andere Frage. Wie komme ich raus? Und dann schwimmen wir wieder mal eine Runde.
Ach so, komme ich wieder raus. Tap, 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 tap und alle ab. Und weiter, 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 weiter. Sehr schön. Du hast mich hingelassen. So, jetzt können wir wieder raus. Das ist dir viel zu umständlich. So. Ah, Fähigkeit. Jäger. Stellen Sie mir einen Gefallen her, ja, okay. Im Sprungbreitblatt. Okay, das kann man gebrauchen. Da brauche ich nicht immer mit dem scheiß Punktchen. So, ich muss jetzt mal gucken. Hätten wir das Grab auch abgeschlossen. So, Truhen haben wir fertig, Kryptoschätze, Relikte, Dokument fehlt uns noch eins, das ist da oben. Überlebensverstärke fehlen uns noch drei, da sind eins habe ich hier, eins ist hier. Entschuldigung. Ich will jetzt mal was testen. Eine Ölquelle. Geht das hier immer noch? Ich finde das Grab oder wie das auch war. Rettung, ja, letzte Sekunde. Willkommen zurück. Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. Sehr schön. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ein Krypt.
Nee, Krypteingang habe ich auch, ne? Ja. Abgeschlossene Mission. Das ist die eine, die da. Dann begebe ich mich. Mal dahin die Folge und dann sind ja noch 4 Minuten. Ja, sieht es mal wieder wild aus. Ich meine, mal sagen, dass da Gegner sind. Werdet ihr nicht? Da ist noch so eine komische Mission. Ja, ich habe schlecht gezielt. Mein Fehler. Also das war so bad. So schlecht habe ich noch nie in meinem Leben gezielt. So, das Dokument holen wir uns auch noch. Alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Na, wenigstens gibt's paar Konstantin-Leute, die, ich sag mal, doch ein Hirn besitzen können. So. Dokumente. Oh, jetzt habe ich Dokumente. Grip-Chat-Truhen. Herausforderung Film 2, Überlegungsversteck 3, Münzversteck habe ich alle. Ja, dann mit eine Mission und Herausforderung geschafft. Okay. Gut. Der ist nicht tot, der Schild nur. Was? Das Überlegungsversteck sammeln wir uns noch mal ein und so. Wo warst du denn? Da. Und ich zeige euch gleich mal, was jetzt ansteht, und zwar, wie das liebe, ist jetzt Kürbiswerfen angesagt. Das war jetzt Verarsche. Der hätte eigentlich reingehen sollen.
Ey. Yep. Werfe Kürbisse in jenes offene Fass. 5. Und hier ist noch eins und das ist so scheiße zu erwischen. Wir sind sogar 2. Alter. Na? Ihr seht, was ich meine, ne? Den letzten Gewiss versuche ich mal bei dem fast wieder. Oder bei den hier. Blinkt mit der Treibwurf. Blinkt er mir? Nein. Und schon habe ich keine Gewisse mehr. Ihr versteht jetzt mein Dilemma mit dieser Mission, ne? Deswegen hasse ich diese Mission. Warte, ich mach's mir da jetzt ganz einfach. Zack, einmal hier hochwerfen. So. Ich hoffe, ich mach's mir jetzt einfach. Ja, in dem Sprechen sage ich immer, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gemaniko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal.